Die Antenne Vorarlberg Grillparty. Viele Leute meinen, argentinisches Fleisch sei einfach zarter als deutsches Fleisch. Das ist Blödsinn. Argentinisches Fleisch hat einfach den Vorteil, dass es nach dem Schlachten vakuumiert wird, dann auf das Schiff verladen wird und 4 Wochen oder 5 Wochen unterwegs ist bei einem Grad plus und in dieser Zeit reifen kann. Deutsches Fleisch hat diese Reifezeit in der Regel nicht. Warum? Nicht, weil unsere Metzger das nicht können, sondern weil der Verbraucher nicht bereit ist, diese Reifezeit zu bezahlen. Wenn Sie aber deutsches Fleisch genauso reifen lassen wie argentinisches, haben Sie mindestens die gleiche Qualität. Aus diesem Grund mein Plädoyer, kaufen Sie Fleisch aus der Region. Das hilft der hiesigen Landwirtschaft und Sie haben einen tollen Geschmack auf dem Teller und Sie wissen vor allem, woher es kommt. Unser Philly-Steak, Sie sehen es jetzt schon, an der Oberfläche bilden sich jetzt hier in diesen kleinen Einbuchtungen schon solche kleinen Seen. Dann ist es im Prinzip bereit, einmal gewendet zu werden. Und jetzt erzähle ich Ihnen, wie Sie die Garstufe bestimmen können. Es gibt da verschiedene Tricks. Die einen drücken sich die Augen ein und warten, wie weit sie reinkommen, ob es Medium oder Englisch ist. Es gibt einen Trick, der funktioniert eigentlich bei jedem. Sie halten die offene Hand hin und im Daumen haben Sie das meiste Gefühl, was auch viele nicht wissen. Jetzt drücken Sie mit dem Daumen auf den Daumenballen der anderen Hand. Wenn es sich so anfühlt, dann ist das Fleisch englisch. Also landläufig noch blutig, aber ich habe Ihnen ja vorher schon erzählt, Blut steckt in dem Fleisch, kein Tropfen mehr drin. Dann klappen Sie die Finger an und lassen den Daumen ausgestreckt. Dasselbe Spiel nochmal. Jetzt ist es Medium. Und wenn Sie jetzt noch den Daumen anwinkeln und auf Ihren Daumenballen drücken, dann ist es durch. Das kann man so als grobe Richtschnur nehmen, wann das Fleisch welche Garstufe hat. Aber die wichtigste ist, wie gesagt, das Fleisch nur ein einziges Mal zu wenden. Was passiert, wenn Sie es 2- oder 3-mal wenden? Beim ersten Mal versiegeln Sie durch die hohe Kontakthitze die Oberfläche. Beim zweiten Mal, also Sie wenden es ein einziges Mal, die zweite Seite wird auch versiegelt, der Saft bleibt drin. Wenn Sie es jetzt ein weiteres Mal wenden, kommt ja die zuvor geschlossene Oberfläche wieder auf die Hitze, entspannt sich und weitet sich, dann läuft der Saft raus. Aus diesem Grund Fleisch beobachten, ein einziges Mal wenden und alles ist gut. Funktioniert natürlich auch zu Hause in der Steakpfanne oder in der Grillpfanne. Die Antenne Vorarlberg Grillparty am